Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen, unserer kleinen Stadt hier an der moselartigen Ruhr. Wir haben jetzt da den nächsten kleinen Meilenstein erreicht und müssen uns als erstes mal unsere Dienstleistungsgebäude erweitern. Polizei, Feuerwehr sind neu dazugekommen. Wir müssen dann noch weiter ausbauen und was ich in dieser Folge noch machen möchte, ist, ich möchte noch spezialisierte Industrie installieren, um unsere Wirtschaft mal ein bisschen weiter zu stärken. Wir haben ja hier rechts generische Industrie, aber ich denke, wir werden dann nochmal landwirtschaftliche Industrie ergänzen. Das hat auch einen Grund. Wenn wir mal hier in der Wirtschaft gucken, bei der Produktion sehen wir, wir haben hohen Bedarf an Getreide und Gemüse. Und bevor das jetzt importieren und bezahlen müssen, produzieren wir das selber. Wir haben auch Möglichkeiten dafür. Und zwar, also hier gab es einmal eine Fläche, die haben wir vollgebaut. Das ist aber auch sinnvoll, dass wir jetzt hier keine Landwirtschaft hinsetzen. Aber hier oben ist noch ein Gelände. Problem da ist, das liegt außerhalb unserer Zone. Das passt nicht so richtig. Ich will auch dieses Feld hier, diese Zelle nicht noch kaufen. Das macht die ganze Sache wieder teuer. Das wird dann kommen, dass wir entlang der Autobahn was machen. Aber ich werde hier diese Straße, die Schulstraße, werde ich entfernen, neu setzen, damit wir hier möglichst viel Gelände nutzen können. Also das müssen wir aber nochmal dem Bedarf an Wohnraum nachkommen. Das machen wir hier in der Nähe des Friedhofs, denke ich mal, dass wir hier nochmal ein paar Straßen ergänzen. Wir brauchen wieder unsere die Konturen. Und dann können wir nämlich hier mittlere Dichte. Wir haben jetzt hier auch Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Ein bisschen aufpassen, die werden nämlich sehr schnell sehr groß. Da mache ich wirklich nur kleine, dass ich hier solche kleinen Zellen setze. Dann werden die nicht ganz so groß. Hier haben wir noch eine Möglichkeit. Und dann können wir hier nochmal ein paar Einfamilienhäuser setzen. Das vielleicht hier vorne nochmal ein bisschen Platz. Entlang der Grabenstraße. Ein bisschen aufpassen hier mit diesen Schulzentren. Die will ich nämlich nicht voll bauen. Aber vielleicht können wir. Hier haben wir noch eine kleine Möglichkeit. Wobei haben wir, glaube ich, nicht. Ne? Hier sind, glaube ich, auch wieder. Naja, das wird hier. Das war zu viel. Das habe ich mir gedacht, das müssen wir leider wieder entfernen. Da haben wir nur einen schmalen Streifen. Den wir nutzen können. Okay. Gut, dann haben wir Bedarf an. Wir können vielleicht hier noch ein paar Häuser hinsetzen, hier an der Ringstraße. Hier natürlich wieder am Ende ein Kreisverkehr zum Wenden und nutzen das. Interessanterweise haben wir gar keinen Bedarf an Gewerbe, aber das wird kommen. So, wir brauchen eine Feuerwehr. Gibt jetzt hier noch die städtische Feuerwehr, aber 12.000 für 6, 10.000 für 4 Löschfahrzeuge. Jetzt setzen wir die hier an die Meisenstraße. Haben wir hier schon etwas höhere Gebäude. Die kostet aber 125, die 120. Ja, ist schon teuer. Aber wir setzen sie mal hier hin, damit sie hier nicht an der Hauptstraße ist, aber sehr nah dran. Und dann haben wir noch einen besseren Platz dafür.
Aber wir könnten sie vielleicht besser hier in die Schulstraße setzen. Wir machen das anders. Ich glaube, so riesig groß ist da oder so groß ist das Risiko nicht. Wir werden jetzt hier die Schulstraße abreißen. Muss einmal pausieren, denn wir reißen jetzt hier die Verbindung zu unserem Abwassersystem ab. Das wird dann etwas schwierig. So, wir werden von hier aus erst hier runter. Dass wir hier die wir möglichst nah am Fluss entlang kommen. Wir müssen diese kleine Gassenstraße wieder ergänzen. Wir können dann auch weiterlaufen lassen. Und haben jetzt die Möglichkeit hier über Schotterstraßen. Jetzt müssen wir das hier mal nochmal einblenden lassen. Also wir haben jetzt hier, das ist ganz gut. Ja, also wir brauchen aber, das zeigt jetzt hier auch an, wie man sieht, also ein Produktionsdefizit von 4,1 Tonnen und beim Gemüse von 2,7. Beim Holz haben wir, glaube ich, nichts, 0,3, das ist noch unproblematisch. Dann setzen wir das hier hin. Das wird schon sehr steil. Wir müssen aber hier noch die Straße platzieren. Das ist erstmal provisorisch. Ich möchte dann später, hier ist sowieso noch kein Verkehr, das wird dann später die, wenn wir das Feld hier noch gekauft haben, machen wir das nochmal schön. Das ist erstmal etwas provisorisch. So, werden dann hier nicht ganz an die Straße. Wir machen hier ungefähr die Hälfte. Der Fläche nutzen wir dann für Getreide und dann das gleiche nochmal für den Obstanbau, Obst, auch schon Gemüse. Auch bis an den Rand, da mal einen kleinen Abstand. So, haben das und dann denke ich, macht Sinn, dass wir hier nochmal ein bisschen dekorieren und mal ein bisschen Buschwerk platzieren, Apfelbaum. Finde ich eigentlich ganz gut, dass wir noch ein bisschen Apfelbäume platzieren. Quasi nochmal als Ergänzung zu den zu dem Gemüseanbau. Und dann gibt es ein paar Büsche. Gepflegter Grünbusch, den setze ich jetzt hier entlang der Felder, quasi als Begrenzung von hier unten. Da haben wir dann wahrscheinlich einen größeren Wildblumenbusch. Was haben wir noch? Den setzen wir hier entlang. Prima, können wir noch ein paar Apfelbäume platzieren. Sehr schön. So, dann haben wir hier unsere Industrie. Das müsste eigentlich den Bedarf jetzt auch senken, oder? Hoffe ich mal. Funktioniert das denn hier? Also Effizienz, die machen Getreide und die machen Gemüse. Das sieht doch gut aus. Gucken mal in der Stadtstatistik, Produktion. Ah, jetzt haben wir sogar. Oh, interessanterweise ein Defizit und ein Überschuss, aber Getreide reicht, Gemüse reicht auch, wir haben sogar einen Export. Achso, die Produktion von dem Weizen reicht nicht aus. Okay. Das ist, eigentlich müsste dieses Feld größer machen. Naja, gut, aber wir lassen es erstmal so. Der Bedarf wird sich hier sowieso noch verändern. Wir haben weiterhin Bedarf an Industrie, dem können wir nachkommen. Da habe ich vergessen, eine Linie zu ziehen, deswegen passiert hier nichts. Okay.
Gut, wir haben sowieso da noch Bedarf, mal was zu dekorieren. Was wir jetzt noch brauchen, wir haben jetzt ja 6 Fortschrittspunkte, dass wir hier mal ein paar Objekte freischalten. Den erweiterten Straßendienst, denke ich, brauchen wir. Und die Parkplätze will ich schon mal freischalten. Haben wir schon mal 3 Punkte ausgegeben. Ansonsten haben wir noch die Reihe hier mit dem Strom. Das werden wir alles machen. Aber noch nicht jetzt. Das ist noch viel zu früh. Also Gaskraftwerk will ich haben. Kohlekraftwerk. Wir werden auch ein Kernkraftwerk bauen. Das wird ziemlich ganz spannend. Vor allem, was wir mit dem Überschussstrom dann machen. Das sehen wir dann. Im Wasserbereich brauchen wir noch nichts. Gesundheit, da ist das Krematorium sicherlich irgendwann mal ganz interessant. Die Verbrennungsanlage, auch die werden wir uns besorgen. Das ist ja auch nochmal Stromproduktion, das Recyclingzentrum. Und dann hier bei der Bildung im College, das brauchen wir noch nicht jetzt hier. Diese Schutzräume, das brauchen wir glaube ich nicht. Feuerwachturm, die Reihe gehen wir irgendwann Sozialamt. Rathaus, ja, das kommt dann alles irgendwann mal. Gut, der Bedarf an mittlerer Bevölkerung ist weiter hoch. Das heißt, also wir werden hier nochmal weitere Objekte setzen. Was wir dann beim nächsten Meilenstein hier bekommen, sind Parks. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz wichtig, dass es da dann auch weitergeht. So, hier entlang der Straße möchte ich nicht setzen. Wir brauchen aber jetzt gleich nochmal ein weiter ausgewiesenes Wohngebiet. Ich will nochmal einmal hier gucken, ob ich hier nicht noch einen Weg durchgezogen bekomme. Das wird aber müsste sich hier durch mehr andern lassen. Verschwindet halt die Zonierung. Achso, da entsteht noch was. Ah, das ist gut. Das ist gut. Dann geht es noch bis hier hoch. Wieso ist jetzt das Haus direkt? Ja, manchmal ist das schon komisch. Jetzt ist auch hier das wieder weggegangen. Manchmal ist das etwas komisch. So, wenn wir das wieder wegnehmen, entstehen dann diese Zonen wieder? Nee. Okay. Dann gehen wir hier noch mal weiter. So, und hier hat er irgendwie die Zonierung entfernt, leider Gottes. Dann können wir aber hier noch mal an der Waldstraße. Macht da ruhig ein größeres Gebäude hin, 3 mal 2 Felder. Gut, der Bedarf ist weiterhin hoch. Hier vorne kommt auch noch mal ein kleiner Fußweg und das Dekorieren, damit will ich noch warten mit dem Dekorieren, bis wir Parks haben. Vorher ist das, glaube ich, nicht so sonderlich sinnvoll. So überlappende Objekte, wie so das. Gut. Aber die Fußwege, die müssen wir schon setzen, sonst ist da der Zug abgefahren. So, wir verlieren im Moment 4.000. Was ist das Problem? Hohe Steuern und zuverlässige Gesundheitsvorsorge. Also es fehlt noch gar keine Polizei. Die Frage ist, kaufen wir das gerade ein? Das ist ja die Frage. So, wie sieht es hier aus? Da sind wir noch ganz gut. Das sieht auch gut aus. Produktion, ja, okay. Dann brauchen wir weitere Wohnungen. Das sieht hier eigentlich auch schon ganz hübsch aus. Was wir eigentlich noch brauchen, sind Parkplätze, damit die Leute hier ihre Autos abstellen können. Aber hier ist jetzt ja gerade was frei geworden. Winziger Parkplatz. Gucken wir mal, was ein bescheidener Park. Da sind jetzt auch einige neue dazu gekommen. Überdachter Parkplatz, der ist zu groß. Kleiner Parkplatz, der ist mir auch schon zu groß. Wir stellen hier mal einen Parkplatz auf. Parkgebühr setzen wir runter, damit die Leute dann nämlich statt hier parken können. Dann haben wir auch noch was für den Friedhof. Wir werden jetzt dann diese, jetzt müssen wir uns jetzt gucken, wo wir noch Platz haben.
diese Zelle hier füllt. Wir prüfen mal einmal ganz kurz. Ja, kleine Grundschule ist schon voll. Die Sekundarschule nicht. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, können wir die noch erweitern? Weitere 100, das geht. Ich frage, ob wir das schon hier irgendwo platziert bekommen. Den zweiten Trakt bekommen wir hier hin. So. Aber wir können sogar noch mehr Flügel ergänzen. Na, das ist gut. Das Dekorieren mache ich, sobald wir hier mit dem Spielplatz und den weiteren Parks agieren können. Wir brauchen weitere Straßen. Wir müssen nämlich jetzt hier wieder Bevölkerungsbedarf decken. Dann folgen wir hier der Straße wieder. Der Straße war schon der. Dem See und den Konturen. Sehr gut. Hier die Verbindung haben wir nicht, aber hier können wir mal ein. Aber die ist zu kurz, das gibt dann nur Stau. Dann werden wir von hier aus hier rüber gehen und ich werde hier diese Hauptstraße werde ich verkleinern. So, dann endet die Hauptstraße quasi erstmal hier an der Oase. Selbst hier brauchen wir sie eigentlich nicht. Ja, wir machen das hier so. Haben hier nochmal die Möglichkeit, was zu platzieren. Den Fußweg müssen wir nochmal ergänzen. Und dann Snap Tools alle aus. So, weil das ja trotzdem weiterhin eine Hauptverkehrsachse ist. Wir haben hier, glaube ich, noch eine Möglichkeit von der Straße. Ja, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Dann können wir hier nochmal mittlere Gebäude platzieren. Die können jetzt den Übergang von dieser Einfamilienbebauung, gucken wir uns das nochmal an, hin zu einer. Zu diesen hohen Gebäuden, das muss einigermaßen vernünftig sein. Jetzt haben wir hier das erste Verbrechen, wir brauchen Polizei. Also, hier haben wir eine kleine Polizeiwache, die kostet uns 100.000. Vielleicht können wir hier von der Schulstraße nochmal eine kleine Verbindung wegmachen. Das ist eine Hauptstraße. Setzen wir sie hier hin. Ne? Wir setzen sie, glaube ich, hier mitten rein. Also, das wird hier die kleine Polizeiwache. Ich glaube, das reicht. Und die Feuerwehr. Dann nehmen wir die städtische Feuerwehr. Ich glaube, das macht schon Sinn. Die will ich aber an anderer Stelle platzieren. Immer noch die Meisenstraße. So. Das ist schon ein sehr hohes Gebäude, aber das ist, glaube ich, unproblematisch. So, also hier haben wir jetzt so mittelhohe Gebäude. Das heißt, wir können hier jetzt in diese Richtung weitergehen mit diesen mittelhohen Gebäuden. Die Polizei hat sofort etwas zu tun. Prima, wir haben jetzt hier noch ein paar Gebäude direkt an den Strand, an den kleinen Strandabschnitt von unserem See gesetzt. Ja, wir müssen hier weiter ergänzen, das geht gar nicht anders. Wir werden jetzt auch hier entlang dieser Straße, da brauchen wir auch entsprechende Gebäude. Da können wir jetzt dann aber auch hier schon diese Reihenhäuser platzieren. Ich will hier vielleicht noch einen Parkplatz hier nochmal reinsetzen. Was haben wir hier noch? Die Straßendienste, da brauchen wir jetzt erst nochmal nichts von. Dekorieren kommt dann nochmal irgendwann.
Können hier so ein langer, also der lange Parkplatz geht nach hinten weg. Breiter Parkplatz, genau das ist das, was ich suchte. Können wir echt gucken, ob wir hier den hier entlang setzen. Vielleicht auf dieser Seite. Passt. Passt doch hier, passt hier, passt da genau rein, da verschwindet nur das Haus. Ah, Mist. Also, so richtig passt es noch nicht. Wir gucken gleich mal, wir machen jetzt mal hier auf dieser Seite noch die letzten Gebäude, damit der Bedarf gedeckt werden kann an Wohnraum. Wenn wir wieder ein bisschen Industrie, verlieren gerade wieder sehr schnell sehr viel Geld. So, jetzt gerade für ein Defizit minus 6.000. So, Bevölkerung sagt hohe Steuern. Okay. Ja, dann nehmen wir hier bei den Parkplätzen. Vielleicht wird der Parkplatz benutzt, ja, immerhin ein bisschen. Aber hier in dem Wohngebiet brauchen wir eigentlich auch keine Parkplätze kommen. Da setzen wir dann hier dann auch nochmal diese mittlere Dichte. Und dahinter unseren Fußweg. So, Problem. Im Moment ist noch so ein bisschen, dass wir gerade keinen. So, hier können wir nochmal den Fußweg hier hoch. Dass wir im Moment Geld verlieren. Das ist natürlich etwas ungünstig. Das liegt jetzt an, vor allem an den Servicegebäuden. Wahrscheinlich können wir auch hier bei den Dienstleistungen. Ah, wir sind ein großes Dorf. Das gucken wir uns schnell noch an. Also Bezirke können wir erstellen, Transporte, billige Mietwohnungen, Büros können wir jetzt machen. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz gut und ganz wichtig. Transport, das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Und es kommen die ganzen Parks. Prima. Das heißt, die nächste Folge können wir dann nutzen für das Verschönern. Ich möchte aber noch einmal beim Budget, also Dienstleistung, was passiert, wenn ich jetzt die Feuerwehr runtersetze? Und die Polizei, das lassen wir mal so. Also Stromimporte, da gucken wir, vielleicht brauchen wir doch mal ein eigenes Kraftwerk. Dienstleistungskosten, das sind die hier alle. Vor allem der Strom ist teuer. So, und jetzt ist die Frage, was hat das für Auswirkungen jetzt mit dem Budget? Fahrzeug in Wartung 4. Okay, keiner im Einsatz. Na, das Ding ist schon teuer. Deswegen, da war ganz gut, dass wir es runtergesetzt haben bei der Polizeiwache. Ja, null. Auch da können wir die Kosten noch mal runtersetzen. Bei der Besteuerung die Büros jetzt weit ordentlich höher. Auf 12% den Steuersatz zu setzen, das ist auch nicht gut. Bei den Büros, die platzieren. Das machen wir auch hier entlang der Hauptstraße. Das können wir hier vorne setzen entlang der Zone. Das ist ja im Prinzip wie Industrie. Die kommen auch sofort. Das ist prima. Und wir haben jetzt auch noch Bedarf an hoher Dichte. Das sind also diese billigen Mietwohnungen. Da brauchen wir dann auch nochmal einen Platz. Auch die sind sehr, sehr groß. Da möchte ich halt einen ganz guten Übergang haben. Hier haben wir jetzt ja schon so größere Gebäude.
diese Mietsgebäude hier, Meisenstraße 24, da sind 9 Haushalte drin. Naja, gut. Also der Bedarf ist groß und da, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Das wächst immer noch sehr steil. Das Budget haben wir jetzt einigermaßen im Griff. Das sieht doch schon nicht so schlecht aus. Ja, ich denke, da können wir dann nächste Folge weitermachen. Gucken, wie wir dann unsere kleine Stadt Ruhrkirchen oder unser großes Dorf Ruhrkirchen weiterentwickeln. Wir sind aber für heute erstmal fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.